Aber ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie richtige Kuhhaut schmeckt. Ich trinke keine Kuhmilch mehr. Ich trinke halt nur noch... Habe ich Kuhhaut gesagt? Ich meinte, ich weiß nicht mehr, wie Kuhmilch schmeckt. Einfach geröstete Kuhhaut. Mmh. Kann ich da so hochfahren? Okay, oh mein Gott, okay, no. No, okay, wir sind keine Bergsteiger. Panzer sind keine Bergziegen. Ich wiederhole, Panzer sind keine Bergziegen. Okay, wir müssen uns jetzt, glaube ich, nur entscheiden, wer Spielerin 1 oder Spielerin 2 ist. Ja. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Ich bin Schnuck. So geht das Spiel nicht. Nicht? Nein. Oh, das ist der Tod. Glaubst du echt? Ah, schwierig. Kannst du es versuchen? Ich würde mich da so richtig klein, dünn und eng machen. Mhm. Ich bin ja auch richtig klein, dünn und eng. Aha. Also mit meinem Schiff. Was hast du jetzt gesagt? Mit meinem Schiff. Mhm. Hör auf zu lachen. Mhm. Ich bin ein Hase. Ich bin ein Hase. Du wirst mich nicht treffen. Warum ich die allerteuerste Freundin aller Zeiten bin? Erzähl's mir. Rate mal, was ich gerade gemacht habe. Du hast auf die Straße geschissen? Nee, Kiba hat auf die Straße geschissen. Okay. Und eine ältere Dame ist vorbeigefahren und hat mich gelobt, weil ich die Scheiße aufgehoben habe. Ehre. Aber das ist nicht der Grund, warum ich die teuerste Freundin aller Zeiten bin. Ich war gerade in deinem Zimmer. Und ich habe in dein Zimmer geschissen. Also ich weiß, es gibt die Roadmap und alles, aber gibt es da schon eine genaue Meldung? Okay, das ist alles auf der falschen Seite. Ich habe jetzt sehr viel... Ach nee, da war ja gar nicht Gras. Lasst uns nicht drüber reden, dass ich gerade... Nee, lasst uns nicht drüber reden. Mein Team stirbt wie die Fliegen. Ist das die Art und Weise, wie World of Tanks dich darauf vorbereiten möchte, wie deine gesamte Spielzeit dann aussehen wird? Du hast ein Team, aber dein Team gibt es eigentlich nicht, also machst du alles alleine. Ich hol mir ganz kurz eine Cola. Bin gleich wieder da. Ich bin wieder da. Die Cola war schon hier. Ich möchte halt unbedingt da drüben helfen, bevor mein Team endgültig rippt. Oh! Seit 27 Monaten warte ich, bis du endlich mal wieder Witcher 3 zockst. Oh, guck mal, da kamen 5 Subs. Ach, krass. Was für ein zufälliger Themenwechsel, der hier gerade passiert ist. Mega cool. Dankeschön für die 5 Subs. Das ist ja ultra lieb. Ich muss hier halt hoch. Ich bin halt so eine kleine Nahkampfbiene gerade. Du bist allein. Du fummelst da im Auto rum. Ich fummel halt gern. Ja, wird mal Zeit, dass du mal wieder an mir rumfummelst. Dann musst du ein bisschen weniger Tag aufspielen. Nee. So, Rainer. Was ist das? Ein Lied. Aber was tut das? Sag schon, Chris. Was ist das? Nein, aber wir haben die weirdeste Mechanik überhaupt. Wir züchten Biber-Nuggets in Suppentanks. Wie so eine kleine Bohne in der Dose. Nur, dass sie vor sich hin vegetiert und groß und flauschig wird. Nein! Der wilde Panzer in seiner natürlichen Umgebung. Und wenn der wilde Panzer einen zweiten Panzer trifft, so kann es sein, dass sie sich zu einem Balztanz herausfordern. Dieses seltene Schauspiel haben wir erstmalig für Sie auf Bild aufgenommen. Aber Vorsicht, wilde Panzer sind schüchtern. Wenn wir uns zu schnell nähern, kann es sein, dass wir sie verscheuchen. Und dass der Balztanz damit abgebrochen wird. Deswegen hat das wahrscheinlich recht, dass die kreiert. Ah, mein Gott! Was hast du für ein scheiß Problem? Da warst du im Fenster. Ernsthaft? Ja! Da war wirklich was, ich schwöre, da war was, es sah aus wie fucking Frankenstein. Als ich gerade den Haag gelesen habe, habe ich an das gedacht und dann wurde mir klar, dass es ja nicht den Haag heißt, sondern Hagen das. Ich aber Ben und Jerrys im Kopf hatte.
Was ist Haag? Was ist H-A-G? Was soll das sein? Muss man das kennen? Was macht es? Legt es Eier? Unsichtbar so wie frisch geputztes Fensterglas. Ich bin unsichtbar, ein unsichtbarer kleiner Panzer. Unsichtbar so wie frisch geputztes Fensterglas. Ja, so wie Uhu. Habt ihr nie an Uhu geleckt? Ich hab auf sowas von Uhu gegessen. Ich glaube, Uhu habe ich nie. Also ich weiß, wie Uhu riecht. Aber ich habe nie an Klebstoff geleckt. Also ich habe halt an diesem Uhu-Stick, nicht an dem flüssigen Klebstoff, sondern diesen Uhu-Stick hatte ich schon mal im Mund. Ich wollte gerade was Böses fragen, aber ich mach's nicht. Frag. Gibt's auch was du noch nicht im Mund hast? Wenig. Ich habe auch Sand gegessen. Ich habe sehr lange Sand gegessen, weil ich das Knirschen vom Sand zwischen meinen Zehen total toll fand. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, erwachsen zu werden. Ich hätte eigentlich als Kind sterben müssen von den ganzen Sachen, die ich gegessen habe. Ja. Bitte, Kinder, macht das nicht nach. Es werden hier gerade Erklärungen für Haag und den Haag reingepostet. Und dem Ersteller der ersten Nachricht und dem Auslöser dieser Diskussion ging es um Eis. Oh. So, warte mal hier. Werbung, Ende. Hä, wo ist dein W? Hä, wieso ist dein Z auf deinem W? Was ist das denn für eine Scheiße? Du hast den Text doch schon mal geschrieben. Du musst den doch nur übernehmen. Ich übernehme dich gleich. Aber ich fühle mich trotzdem gut. Ich habe gedacht, ich fahre da jetzt durch und bin mega krass und dann stürzt das Gebäude bestimmt ein. Oh mein Gott, ich habe Mama Schleim. Mama. Hallo, hier. Da. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dies ist der Boss. Ich gehe stark davon aus, dass ich nicht in diese Richtung gehen soll. Oh nein, auf gar keinen Fall mehr. Wäre schade, wenn ich mich dort nicht sehen würde. Ich bin tot. Wow. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier zu tanken. Aber ich würde mich jetzt zurückziehen, denn ich habe verhältnismäßig sehr wenig. Das war's für uns. Ich habe nicht gelogen, es waren echt wenig Leben. Ich krieg richtig Aufschlag auf mein Bein. Also es ist auch gar nicht mehr so blau. Das ist schön, aber ich krieg auch überall, seit ich Corona hatte, kriege ich überall so rote, so Ausschlag. Scheiße, geht mir richtig auf den Sack. Ist nicht schön. Warum hat Tarek das reingepackt? Okay. Ich krieg richtig Ausschlag. Das kannst du auch, das ist auch egal, wenn es drin ist. Ich krieg richtig Ausschlag auf mein Bein. You're beautiful. You're beautiful. Ich hab einen Ohrwurm. Ihr werdet jetzt einfach ganz, 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 ganz oft diese gleichen drei Sätze hören. Und ich werde nicht über diese Sätze drüber kommen, weil ich den Text nicht kann. You're beautiful. Kühe und Co. harmlos. Ja? Kiva, komm, geh mit. Mir macht die Oma mehr Sorgen als unsere Fesselspielchen, ehrlich. Du läufst allein durch den Wald und da ist eine Frau im Nachthemd. Das ist fucking gruselig. Hä? Ja, wir sehen doch alles. Guck mal. Ah, ich hab eine Taschenlampe. Digga. Da ist gar nichts passiert. Ah, hinter uns! Halt dich fest an diesen seidenen, eisernen, seidenen, dünnen, an den Faden. Ah. Du musst dir das einfach vorstellen, dass das so wie, stell ihn dir vor wie Nasenrotz.
Hm. Dann ist das so, vor allem jetzt, wenn du Corona hast, solltest du dich damit auskennen. Ja. Dann ist das so wirklich so lang und zäh und dann ziehst du da dran und es zieht sich mit, aber und es wird immer länger und du denkst dir, das kann nicht sein, aber er reißt auch nicht. Ich bin tot, 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 ich bin tot, 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 tot wie eine tote Leberwurst. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, 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 tot. Und auch ein bisschen tot. Ich kann nicht pudern. Also, ich meine. Da wird das Licht auch nicht weniger von. Ich meine, also das andere pudern. Wusstest du, dass das in Österreich was anderes bedeutet? Pudern? Ja. Das heißt bumsen oder so? Ja. Pärchendienstag. Auf gar keinen Fall nehmen wir das Pärchen. Das wäre so gut. Nein, auf gar keinen Fall. Doch. Nein, das ist dann auch wieder ein Tag weniger, wo ich Progress in den Tag aufmachen kann.